immer noch nicht klappt mit dem Chat im Spiel, dann schalte ich den für diesen Stream aus. Was ja schade wäre. Ich finde das eigentlich toll, dass man das gerade im Nachhinein auf YouTube sich nochmal alles reinziehen kann. Serbien geht jetzt gegen Ragusa vor. Da wird Serbien noch einen Ticken größer. Nee. Ja, ich kann eigentlich nur die Zeit vorstellen und warten. Ich guck mal kurz beim Chat. Och Mensch. Ja gut, anscheinend will das nicht. Schade drum. Ich werde dein König. Nosferati, da hätte ich nichts gegen, aber naja. Kann ich leider nicht reinbringen. So, mein Kardinal wird immer einflussreicher. Mainz gegen Frankfurt. With the country about to disintegrate after. Ah ja, ich kann jetzt Janos Hunjadi als Regent einsetzen. Warte mal, Janos Hunjadi? Ach so, das ist mein Supergeneral hier. Oder ich kann meinen Habsburger einsetzen. Oh Gott, dann ist Österreich bei mir an der Macht. Igitt. Und dadurch gewinne ich aber auch eine Stabilität, was natürlich eine schöne Sache ist. Oder ich setze Janas Hunjadi ein. 4, 5, 5. Und ein Habsburger wird, wird der Erbe. Okay. Und Österreich mag mich noch weniger. Scheiß drauf. Ich nehme diesen 4, 5, 5er, aber hallo. Willkommen. Und damit sind wir auch. Jawohl, jawohl. Und schon. Ah, so läuft das also bei Ungarn ab. Wusste ich auch noch nicht. Im Kardinalscreen kannst du. Nimm den zweiten. Tja, zu spät. Ich habe keinen Bock auf den Habsburger gehabt. Klar, Stabilität toll. Aber ich dachte, ich mache jetzt einfach mal die Variante. So. Jetzt können wir wenigstens. Ach nee, sag nicht. Nein. Muss ich jetzt 10 Jahre warten? Ah, der ist ja zu jung. Das habe ich gar nicht gemerkt, dass dieser Janos so jung ist. Wie kacke ist das denn? Jetzt muss ich ja mega lange warten. Ach, scheiße. Ich kann machen, dass die Punkte automatisch investiert werden. Ja, mein Sascha, du hast recht gehabt. Dann kann ich die Zeit natürlich jetzt super schnell rasend vorbeigehen lassen. Da passiert erstmal nichts mehr. Ah, Automatic Spending. Das wusste ich noch gar nicht. Das ist ja super. Gut zu wissen. Tja. Das habe ich ja clever gemacht. Nee, du konntest leider nicht rechtzeitig schreiben. So ein Scheiß aber auch. Ah. Jetzt müssen wir erstmal zugucken, wie die Welt sich untereinander aufteilt. Oh, 10 Jahre muss ich jetzt warten. Oder ich werde irgendwo in einen Krieg reingezogen. Wartet mal, wartet mal. Walachei, Bosnien. Okay. Okay. Hatte Bosnien. Nee, Serbien hat den Krieg mit Ragusa. Muss ich mal warten, bis hier mein Diplomat fertig ist. Wie weit sind sie mit Ragusa? Ich hätte eine Idee. Mal gucken, wie viel das bringt. Uiuiui, jetzt muss meine Armee erstmal wieder reinforced werden, das ist logisch. So, jetzt kann ich Bosnien auch in einem zukünftigen Krieg angreifen, aber erstmal natürlich nicht. So. Erstmal will ich meine Einheiten hochhaben. ICBMs? Nee, hab ich leider nicht im Parat. Das Internet ist für uns alle, aber doch nicht Neuland. Aber doch noch Neuland, so sieht's leider aus. Neuland, ach man. Ich könnte nämlich versuchen, Enforce Peace, das habe ich noch nie probiert. Und zwar für Ragusa trete ich dann im Krieg ein, sozusagen. Oh, die hätte ich sogar vasalisieren können. Gut zu wissen. Gut zu wissen, hätte ich eigentlich gern gehabt. Wie weit sind sie? Minus 7%, okay. Wieso kann ich das nicht verschicken? Invalid Tage. Choose a country you want to side with. Ragusa. Achso, ja. Okay. Achso, Ragusa muss mich mehr mögen. Was ist denn das für ein Dreck? Das wusste ich auch noch nicht. Ah.
Okay. Ja, jetzt weiß ich es auch. Ja, seht ihr, aber es gibt dazu gewisse Mechaniken, die ich noch nie benutzt habe. Von daher, schade. Hätte ich das vorher gewusst, dann würde ich beim nächsten Ungarn-Start direkt erstmal Freunde mit Ragusa werden. Und dann würden die mich vielleicht zwangsweise in diesen Krieg mit reinziehen. Schade. Wo könnte denn bald ein Krieg passieren? Der Teutonische Orden. Polish Conquest of Kulm. Ach du Scheiße. Polen, Moldawien, Masowien und Litauen. Puh. Und Polen mit Böhmen immerhin. Also, um das mal in Relation zu sehen. Der Teutonische Orden kämpft. Was? Ach, das auch noch. Nee, warte mal. Hä? Ist der Teutonische Orden alleine oder was? Ungarn, Livonian Order, Mecklenburg. Achso, Livonian Order macht auch mit. Das wird ein bisschen haarig, oder? Wenn ich das versuche. Ich glaube, diesen Krieg sollte ich tun. Das wird hart, verschanzt sich in deren Berge. Ja, Litauen ist halt dabei. Ich könnte ablehnen, aber es wäre halt ein. Ah, das wäre böse. Jemand, der Plan hat, sollte ich diesen Krieg vermeiden oder sollte ich mitmachen? Ich meine, Prestige sind Sachen, die man alles wiederholen kann. Das ist nicht so dramatisch. Ich glaube auch, das wird zu krass, der Krieg. Und das meine ich halt. Die kriegen viel zu schnell auf die Fresse. Tut mir leid, Teutonischer Orden. Ihr seid auf euch allein gestellt. Und schon kriege ich neue Allianzvorschläge. Mantua, Milan. Milan, wen magst du nicht? Venedig magst du nicht. Ich weiß nicht, habt das so ein. Habt ihr einen Krieg oder so? Alliiert mit Burgund und Papst. Nee. Und Mantua ist recht nicht. Nee, tut mir leid. Nein, ich. Das. Urbino! Jetzt wird's ja richtig hanebüchen hier. Jetzt wird's ja richtig bekloppt. Und ich kann ja einfach mal trotzdem, während ich nichts zu tun habe. Ach. Litauen gehört schon jetzt zu Polen. Ja, das Event ist schon gezündet. Das heißt, Polen und Litauen sind ab jetzt immer zusammen. Jo. Natürlich kann Litauen sich irgendwann da auseinanderreißen, aber ach Gott, das ging ja mal schnell. Ach du Scheiße. Bohemia ist Böhmen, korrekt. Milan ist fein gegen Venedig, ja, ich weiß nicht. Ja, jetzt ist es auch zu spät, ne? Nein, noch nicht. Ah, die sind halt mit Burgund. Obwohl, das kann mir eigentlich gar sein, ne? Warte mal. Aber die haben nichts gegen Frankreich, ne? Nö, eigentlich nicht. Ja, ich kann ihn ruhig Deutschen Orden nennen. Hast du ja vollkommen recht. Okay, machen wir die Milaner doch als Partner. Das klingt doch gar nicht so verkehrt. Das könnte ein paar interessante Kriege abgeben. Und der Chat, ja. Das lassen wir einfach mal. Ragusa ist tot. Lang lebe Serbien. Ja. Serbien ist groß genug, mich jetzt als Rivalen zu sehen. Interessant. Ist das nicht mal interessant? Warugusa 5, 2, 2, 4. Ja, so tolle Provinzen habt ihr nicht. Ich hab hier Gepes mit 8, 5, 8, 5, 3, 2, 3, 1. Was ist hier eigentlich meine Hauptstadt? Pest, ne? Ja, Buda. Pest. Die Provinz Pest. Und Milano will auch noch heiraten. Visconti. Warum nicht? So schnell werde ich keinen Krieg mit Milano führen. Burgund wird eh bald den Ossis gehören, Österreichern. Ja, meistens. Nicht immer. Nicht immer. Das kann auch zu den. Wem kann es noch überlaufen? Ich hatte auch schon was anderes. Das war dann. Da war Burgund nicht Österreich, sondern. Irgendwie fällt es mir gerade nicht ein. Naja, ist ja auch wurscht. Ach, ich bin selber Ossi, keine Angst. Exil-Ossi zwar, der im Westen lebt, aber naja. Ich bin trotzdem ein Ossi, alles gut. Ich sag ja, die Serben überrennen jetzt alle. Nee. Ihr seht ja deren. Ach, pff. Pussys. Die mache ich platt. Wenn mir danach ist, mache ich die fertig.
So, Serbien. Ich kann immer noch keinen Claim bei euch machen. Bosnien mehr auch nicht. Walachei auch nichts Neues. Ich kann gegen Venedig. Venedig ist nur verbündet mit der Provence. Aber hat halt Korfu und Naxos, was jetzt nicht weiter schlimm ist. Ha. Was für eine Armee hat Venedig eigentlich? Wenn man früh Venedig platt macht, wäre gar keine so schlechte Idee. 15.000. Weniger als ich. Wo könnte man die denn auflauern? Das sind alles Wälder. Na, hier sind Küstenlinie, wäre eine schöne Sache. Wenn ich meine Einheiten aufteile, hier und dort, könnte das gar nicht so dumm laufen. Oh, ich habe eine Kogge. Wuhu! Mach Claims auf Venedig, ja. Hab auch gerade gedacht. Genau. Meine doofe Frage. Ich kenne das Spiel nicht so gut, aber wird auch irgendwann Amerika entdeckt? Ja! Das wird irgendwann entdeckt. Und zwar meistens von England, Spanien oder Portugal als erstes. Meistens Portugal. Und Spanien ziemlich gleichzeitig. Eine von beiden auf jeden Fall. Norwegen auch immer ziemlich früh. Die haben ja hier oben schon ihre Besitztümer. Hier. Die Shetland-Inseln. Shetland Islands, was auch immer. Entweder du selber oder du erfährst 100 Jahre später. Ja, genau. Von daher, welche will ich denn haben? Schauen wir uns das mal an. Ist irgendeine von denen besonders wertvoll? Oh, die sind beide ziemlich wertvoll. Kroatien gehörte das mal. Einst. Zu grauer Vorzeit. Friuli Venezia. Treviso, Verona, Brescia. Ich glaube, Istria. Istria klingt gut. Istria klingt fein. Portugal hat zu Beginn vier Erforscher. Sind das echt so viele geworden? Ich dachte, die hätten mal einen direkt vom Start an. Das ist ja heftig. So, Istria. Meine Papstpunkte werden immer schön spendiert. Und wir haben auch einen schönen Vorsprung. Die Hanse kämpft gegen Saxe-Lauenburg. Ja, das ist ein üblicher Krieg. Ich habe letztens auch diese Hanse ein bisschen gespielt. Aber sonst Standard-America. Das kann man einstellen mit dem Conquest of Paradise DLC. Ja, genau. Ja, genau. Das nur mit dem Conquest of Paradise ist diese zufällige Generierung von Amerikas ist nur mit diesem DLC möglich. Den habe ich aber noch nicht und ich weiß auch gar nicht, ob es sich so unbedingt lohnt, aber Geld habe ich momentan sowieso nicht. Von daher kann ich mir das Spiel gerade sowieso nicht leisten. Da fällt mir ein, ich sollte mal gucken mit dem Chat und ich muss noch ein Programm nebenbei anmachen. Wartet mal. Ich hoffe, der Stream bleibt nicht wieder stehen. So. So. Entschuldigung, ich hoffe, der Stream blieb nicht stehen. So. Hanse, Deutschland, Preußen, Weltherrschaft. Ja, das ist beliebt, das stimmt. Georgien. Oh, diesmal also keine Vasallenschaft. Ach, die Krimea und Kara haben die gleichzeitig platt gemacht. Das ist ja ärgerlich für Kara und schlecht für mich, weil Krimea ist immer ein Verbündeter der Osmanen. Die haben ein hübsches Logo, ne? Die Nogai. Ach ja, st stärkere Partner für die Osmanen sind immer schlecht für mich. Preußen und Weltherrschaft klingt cool. Ja, das mache ich aber ehrlich gesagt lieber mit Brandenburg. Das ist für mich, mache ich lieber. So. Mein König ist mittlerweile 7 Jahre alt. Oh Gott, dauert das lange. Frankfurt und Bayern. Frankfurt hat 100 Dukaten bezahlt. Portugal will gegen Marokko vorgehen. Meistens verkacken die portugiesische KI diesen Krieg gegen Marokko. So bin ich auf jeden Fall gewohnt. Tensions along the Liquor Border. Oh Gott. Das ist ein. Borders are organic things, changing and mutating with the seasons and with the fortunes of the latest conqueror passing by. Historians will perhaps say that the events that transpired in Lyca in that year of our Lord 4047 were inevitable. As Lyca continued to flourish under the benevolent rule of Hungary, the yokels on the other side of the border were bound to get jealous. So, tja, Venedig kriegt einen Claim auf Lyca. Das ist schlecht. Dann mögen sie ruhig den ersten Schlag machen. Nova Scotia forever. Die Provinz hatte ich da auch schon. Ja,
schön. Ich habe mit Schottland letztens das ja schön verkackt. Wie gesagt, ich bin auch nicht so ein Profispieler wie andere. Aber ich merke, dass hier ein paar Experten dabei sind. Das ist eigentlich schon eine coole Sache.